Wir sind jetzt am Stand von Mizuno und Mizuno hat eine neue überraschende Faser hier, die uns der Benjamin jetzt mal vorführt. Benjamin, was ist das Besondere an dieser Faser? Ja, sicherlich auch, was jeden Triathleten auch interessieren mag, der jetzt gerade in den kalten Temperaturen draußen unterwegs ist. Das ist eine Faser, die, wenn man Feuchtigkeit produziert, also ich sag mal schwitzt, die einen dann auch wärmt. Das kann er uns jetzt ja einfach so erzählen, aber ich glaube, du wirst es mir auch gleich zeigen und mich überzeugen davon, dass das so richtig ist, wie du es erzählst, oder? Ja, das hoffe ich doch. Wie machst du das? Und zwar mit dieser Faser hier. Also im Prinzip ist das die Faser, die im Textil drin ist und die würde ich dir jetzt einfach mal in die Hand geben. Okay, ich nehme die mal in die Hand. So, ist eine Faser, fühlt sich an wie so ein Wattebäuschen, ein bisschen fester vielleicht, ist rosa. Okay, kann mir vorstellen, dass sie wärmt. Und jetzt? Ja, aber an sich schwitzt du ja noch gar nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal Schweiß produzieren. Okay. Und jetzt nochmal fest zusammendrücken. Und was passiert jetzt? Ah, die Hand wird ganz schön warm. Also ist schon ein überzeugender Effekt. Okay. Okay, jetzt habe ich ja so einen Wattebausch in der Hand, aber so trage ich das ja nicht. Wo verarbeitet ihr das dann? Also im Prinzip verarbeiten wir das in unseren Textilien. Und zwar hier jetzt ein Breath Thermo Oberteil, das man zum Beispiel auch gut beim Mountainbiken im Winter tragen kann. Das im Prinzip funktioniert wie ein ganz normales Funktionsoberteil. Also Abatmung, Schweiß, Transport nach außen ist gegeben. Aber das eben auch so arbeitet, wie du jetzt eben an der Faser gesehen hast, dass das Textil, wenn es feucht wird oder leicht nass wird, Wärme produziert, die dann auch den Körper innen drin wärmt. Okay, habe ich jetzt mitbekommen. Das ist für Triathleten gerade im Winter recht gut geeignet. Ja. Zwei Fragen habe ich da noch. Nämlich erstens, wie heißt die Faser? Breath Thermo heißt das Ganze. Also darauf muss ich achten. Und zweitens, werden die Kleidungen dann sehr viel teurer sein? Also es hält sich auch mit den Mitbewerbern die Waage. Also ungefähr gleiches Preislevel wie jetzt zum Beispiel ein Odlo oder ein Falke. Benjamin, ich danke dir für die Produktvorstellung. Danke dir, Stefan.